Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist Samstagmorgen und ich habe um 3, halb 4 später mein Mutate endlich. Hab ein Video gestern schnell hochgeladen noch, das war vorgestern Abend noch, nach der Arbeit. Weil gestern sind wir um 6 aufgestanden für eine Raid-Tour und danach um 1 direkt in die Arbeit. Also echt verrückt gestern. Und ich bin auch echt K.O. Auf jeden Fall kam es gestern, glaube ich, nicht so gut rüber, weil ich halt richtig todesmüde war. Aber ich bin echt froh über die Einladung. Und bin echt gespannt, bin echt aufgeregt. Und jetzt bereiten wir mein Team vor für später. So. Ich habe natürlich schon 5 gemaxte Despoter. Okay, der ist auch so. Okay, so. Combat Power. Und jetzt werde ich auch endlich meinen 100er auf Max pushen. Weil so viele Leute gefragt haben, wie kann es sein, dass dieser 98er da stärker ist als mein 100er. Das liegt daran, dass der hier noch zweimal gepusht werden kann. Ihr wisst, das wurde vor kurzem eingeführt. Und der hier war überpusht damals. Sprich, jetzt ist er normal auf Max. Das ist der 98er aus Amsterdam. Ah ja, der war relativ hoch. Dann habe ich den für euch entwickelt. Gehen wir erstmal alle meine Despoter durch. Was haben wir da? Wir haben den 100er aus Oberhausen. Mein erster 100er, damals auch mein stärkstes Pokémon. Jetzt ist es halt Slacking. Okay. Wie gesagt, den kann ich noch zweimal auf Max pushen. Also zweimal pushen und dann ist er auf Max. Und das machen wir jetzt. So. Und go. Max. Oberhausen. Shoutout an Oberhausen. Das war eine geile Zeit. 3670. Stone Edge. Das müssen wir noch wegmachen. So, hier. Weg mit Stone Edge. Fireblast natürlich nein. Crunch, genau. Unlicht, sehr gut. Schauen wir uns zurück zu den Despoter. Okay, wir können es eigentlich auch so erstmal lassen. Dann haben wir den 98er hier. An den kann ich mich echt gar nicht mehr erinnern. Aus Amsterdam. Ah ja, das war der relativ hoch war. Einfach so entwickelt und direkt Max gepusht. Dann der 98er war vom Stein-Event. Ah, warte, ist der überhaupt? Ja, okay. Das ist er. Das war der vom Gesteins-Event. Damals 100er, richtig selten. Und in München noch nicht aufgetaucht. Und 98er das Beste, was bisher kam. Direkt auf Max gepusht. Video dazu habe ich auch gemacht. So, erstmal weg damit. Was ist das? Und ja, den werde ich jetzt auch auf Max pushen. Auch zweimal noch. So. Und jetzt ist der auch auf Max. Mal schauen, ob er dieselben Werte hat wie der andere. Ne, das heißt, der hat eine andere Verteilung. Schauen wir mal kurz. Der hat Attack und Defense 15, okay. Und der hat dann nicht Attack und Defense 15, sondern irgendwas anderes. AP und Defense, genau. Attack nicht 15. Oh. Amsterdam, ihr enttäuscht mich. Traurig. Dann haben wir hier den 93er, auch vom Gesteins-Event. Der war Level 30 damals. Direkt entwickelt und direkt über 3000. Den können wir jetzt auch noch auf Max pushen. So, 1 und 2. Das wären dann 5 gemaxte Despoter mit Biss Knirscher. So. Achso, den 5. habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das war irgend so ein Random. Den ich aus dem Raid habe, relativ hoch, damit ich Simsala machen kann. Solo Raid. Wie unbekannt, so schlecht ist der. Auf jeden Fall über 80 und unter 100. Den müssen wir auch noch Max pushen. So. Alles klar, hier könnt ihr es unten sehen. Der Raid Pokéball. Naja. Immerhin über 3,6, also so schlecht war der nicht. Und dann habe ich noch. Heißt der auf Englisch überhaupt Lavita? Ja. Ich habe noch einen 100er. Der ist ziemlich low. Aber den ziehen wir jetzt hoch auf. Oder? Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Ich könnte halt den hochziehen. Oder ich benutze einfach 5 Despoter und einen Pinsir. Einfach aus Respekt an Pinsir. Ja, ich glaube, ich mache das Lavita. Einfach damit es cool aussieht. Da kann ich auch im Titel sagen, 6 Despoter Max und sowas. Weil 5 Despoter Max und ein Pinsir klingt irgendwie echt komisch. Und außerdem wäre der Titel dann viel zu lang.
Der ist echt ziemlich low. Schade. Muss ich wieder eine Menge Staub ausgeben, aber für Mewtwo kann man das schon mal machen. Nochmal zu Despot, oh mein Gott. Wie niedrig ist der? So. Ich zeige euch gleich die IV. Kleiner IV-Check. Und dann gehen wir offline wahrscheinlich. Weil das Pushen viel zu lang dauert. 605, oh, das ist traurig. Das ist traurig. Aber er hat direkt bis Kinderscher gelernt. Der weiß schon, was heute los ist. Der ist schon bereit. Der ist richtig kampfbereit. Okay, ich push den jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen gepusht, aber immer noch nicht fertig. Ich habe in der Zwischenzeit sogar ein Hearthstone-Spiel gezockt, während ich gepusht habe, nebenbei. Und immer noch nicht fertig, also echt, das dauert viel zu lange. Da muss ich Niantic echt mal was einfallen lassen. So. Wir gehen leider unter die 1000 Bonbons. Was eigentlich kein Problem ist, weil nach den 6 habe ich eigentlich eh nicht vor, irgendwie noch ein Despot zu machen. Also habe ich jetzt eigentlich 1000 Bonbons zu viel sogar. So. Jetzt sind wir gerade, glaube ich, unter die 1000 gefallen. 999, ja. Yeah. Und Staub. Haben wir jetzt auch schon über 200.000. Also teuer, teuer. Teuer, teuer, teuer. So. 3670, glaube ich. Das heißt. Noch ein paar Mal. So. Jetzt noch 5 Mal, glaube ich. Oder 4. Und. Jetzt, glaube ich, 2 Mal noch. Okay. Jetzt ist er auf Level 39 sozusagen. Ja. Und jetzt noch einmal. 26. Genau. Max aus Prag. So. Das war der einzige. Also ich habe leider in Amsterdam keinen gefangen. Da kam leider keiner. Sonst hätte ich von jeder Safari-Zone einen. So. Schauen wir uns nochmal das Team an. Ups. Von Leo. Den muss ich mir auch gleich schnappen. So. Ah, machen wir es so. Dann ist besser. Da kann ich gleich einen Screenshot machen für Instagram und so. 200er, 298er, 93er und ein Random. Alle bis Knirscher und Licht. Damit sollte ich bereit sein. Mach hier jetzt noch schnell einen Screenshot. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter, um solche Sachen zu sehen. Ansonsten, das war's von mir. Ich mache jetzt, glaube ich, einen Livestream nebenbei, während ich das Video hochlade. Vor dem Mewtwo Raid. Und dann geht's los zum Mewtwo Raid. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr heute auch einen Mewtwo Raid habt. Wenn ja, dann viel Glück. Ansonsten, wenn ihr keinen habt, gebt nicht auf. Ihr seht's, ich habe auch endlich einen bekommen. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.